Okidoki, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein kleines Déjà-vu. Wieder mal habe ich eine Sony-Kamera bekommen. Wieder mal wird die bald abgeholt und ich muss es hier mein kleines Review einsprechen. Diesmal ist es die ZV-1 Mark II. Und ich würde sagen, kleiner und kompakter geht's also nicht mehr. Das ist eine reine Vlogging-Kamera mit fest verbautem Objektiv und wie gesagt ein Mark II. Also das ist der Nachfolger oder die Nachfolgerin zur ZV-1 Mark I natürlich. Und um mal einzusteigen, die drei wesentlichen Kritikpunkte bei der ZV-1 Mark I waren: 24 mm ist für Vlogging nicht weit genug. Das ist ganz in Ordnung, aber fürs Vloggen sind natürlich 18 mm deutlich geiler. Deswegen haben wir hier am Weitwinkelende 18 mm. Das ist schon ziemlich cool. Das ist ein deutlicher Unterschied zu 24 mm von der Mark I. Wir haben dafür im Teleende nicht 70 mm, sondern 50. Also wir haben gewechselt von 24-70 auf 18-50, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, da beim Vlogging es ja im Wesentlichen darum geht, oder bei dieser Content-Art geht es ja darum, sich selbst in Bezug zu seiner Umwelt zu setzen und da Geschichten zu erzählen. Und da ist natürlich ein super Weitwinkel, oder je weitwinkliger, desto besser fasst, die optimale Wahl, weil man selber im Zentrum steht und viel Welt um sich herum zeigen kann. Dann konstante Stromversorgung über USB-C. Das hat die Mark II jetzt auch. Die Akkus sind relativ klein. Also wer da den ganzen Tag vloggen will, der braucht sicherlich 4, 5 Stück. Also wirkliche Hardcore-Vlogger, die also den ganzen Tag mit dem Ding unterwegs sind, die werden durch mehrere Batterien durchgehen. Aber das ist ja auch klar, dieses Ding ist so goldig, niedlich, klein, da passt eben auch kein großer Akku rein. Dann gab es noch einen kleinen Kritikpunkt, und zwar, dass die Bedienbarkeit nicht so optimal geregelt ist. Naja, da kommt es eben darauf an, dass man schnell kriegt, was man möchte. Und die ZV-1 Mark II hier, die hat von der ZV-E1, ist es glaube ich, von der Vollformat-Variante mit Wechselobjektiven, das Bediensystem, das Bedienkonzept bekommen. Das heißt, ich kann im Grunde alles auf diesem Touchscreen einstellen, was ich brauche. Als erstes, vielleicht gerade mal, das ist nicht das übliche 16 zu 9 Seitenverhältnis, das man vielleicht so gewohnt ist. Das ist 2,35 zu 1 oder 2,41 zu 1, ich weiß es nicht mehr ganz genau. CinemaScope, mehr oder weniger. Und das ist der sogenannte Cineblog-Modus, in dem ich mich jetzt befinde. Das ist einfach mein heiß und innig geliebter Modus, weil ich eben dieses Seitenverhältnis super toll finde, vor allem in Verbindung mit den 18 mm. Das ist etwas, ein ganz besonderes Geschmäckle hat das, ne? Es hat den Cinema-Style durch dieses Seitenverhältnis, aber trotzdem weitwinklig genug, um daraus guten Vlog-Content zu erstellen. Das ist einfach mein Lieblingsmodus. Der lässt sich auch per Touch einstellen und ich kann dann, das kann ich mal live machen, hier verschiedene Presets wählen. Es gibt Clean, da bin ich jetzt gerade drin. Es gibt Classic und ihr seht, die Farbgebung verändert sich leicht. Das ist Chic, Fresh und Mono. Ich gehe mal zurück auf Clean, weil ich finde, das tut meiner Haut ganz gut. Und dann kann ich noch für jeden dieser Presets festlegen, ob ich einen leichten, leicht warmen Ton drin haben möchte, wie ich jetzt, Gold, einen leicht blauen Ton, Ocean, oder einen leicht grün-gelblichen Ton, Forest. Dann gibt es noch den Produktpräsentationsmodus. So, jetzt ist der Produktpräsentationsmodus an. Ich habe hier ein paar Rectangles im Bild, also einen gewissen Bereich, wo ich mein Produkt reinhalten muss. Aber sofern ich das tue, wird die Kamera darauf fokussieren, egal ob mein Gesicht im Hintergrund noch vorhanden ist. Buch und Gesicht. Mein Gesicht hier, das Buch dort. Und das Buch sollte scharf sein und mein Gesicht, obwohl es zu sehen ist, unscharf. Das, was näher an der Kamera ist, darauf wird fokussiert. Ich muss also nur dafür sorgen, dass mein Gesicht hinter dem Objektiv, dem Objekt ist, was ich zeigen will, dem Produkt, und dann läuft das. Auch super einfach, über den Touchscreen ein- und auszuschalten, wann man es eben braucht. Es gibt auch das sogenannte Face Appeal, ja, also die Weichzeichnung der Haut. Das funktioniert mittlerweile ein bisschen besser. Früher war das sehr schnell sehr wachsartig. Man kann auch diesen Effekt skalieren, wie sagt man, oder ein bisschen einstellen. Also es gibt High, Mid und Low, auch bei diesem Skin Tone Face Appeal Effekt. Dann ist noch wichtig zu sagen, wir haben 4K 25p, 8-Bit 420 Color Sampling. Das erlaubt uns, also bis 4K 30p, theoretisch, aber 25 ist ja hier im PAL-Raum eigentlich das, womit wir arbeiten.
Das gibt uns knackscharfe Bilder. Und wir haben Full HD bis 100p, da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Die sind nicht ganz so knackscharf, aber hey, wir haben immerhin 100p. Wir haben Active Track in allen Videomodi bis auf 100p, da haben wir nur Touch-Focus, aber kein Touch-Tracking. Ansonsten haben wir Touch-Tracking zur Verfügung. Und selbstverständlich Augenerkennung und Gesichtserkennung. Bei Menschen und Tieren im Foto- und Videomodus, wenn ich das richtig weiß. Ich persönlich bin großer Fan von HLG, das ist so ein Mittelding. Das habe ich mir einfach ein bisschen eingestellt mit dem Profileinstellungsmöglichkeiten. Ja, ich habe den Kontrast ein bisschen runtergenommen, ich habe die Schatten ein bisschen angehoben, ich habe die Sättigung ein bisschen angehoben. Also das kann man alles machen. Dann zum Ton. Ich benutze gerade eben ein Mikrofon zum Anstecken, das Kontakte hat für den MyShoe. Das heißt also, es gibt verschiedene Optionen für Mikrofone zum oben draufpacken, auch mit Windschutz, die quasi direkt mit der Kamera kommunizieren und es erlauben, die Richtwirkung einzustellen. Das funktioniert auch mit den internen Mikrofonen von der ZV-1 Mark II und auch über Touch. Das ist sehr, sehr gut. Momentan habe ich natürlich die Richtwirkung auf vorne gestellt, weil ich in die Kamera reinrede. Ich kann aber auch per Touch sagen, Richtwirkung nach hinten. Wenn ich jetzt nicht mich selber filmen will, sondern etwas anderes filmen will und das kommentieren möchte zum Beispiel. Ich kann der Kamera auch sagen, Surround, 360 Grad, wenn es jetzt gar nicht darum geht, dass jemand von vorne oder von hinten in die Kamera reinredet, sondern darum geht, oh, und jetzt ist der Akku fast leer, ich muss mal schnell das Ding an den Strom hängen. Ganz, ganz schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, schnell, 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 schnell. Ah, Rettung, Rettung. Ja, okay. So, jetzt bin ich per USB-C mit dem Dauerstrom verbunden, weil der kleine Akku, der geht halt schon sehr schnell leer. Wo war ich? Machen wir das Mikrofon fertig, genau. Also, es gibt auch die Möglichkeit 360 Grad Surround Sound. Das ist dann eher für so Ambience-Geschichten. Wenn ihr quasi die Audioscape, die Soundscape von, was weiß ich, einer urbanen Umgebung oder eines Waldes aufnehmen wollt und ihr quasi von überall die Eindrücke reinholen wollt, dann ist natürlich 360 Grad gut. Und es gibt auch für das interne Mikrofon diesen kleinen Windpuschel, den man oben drauf machen kann, der kommt dann in den MyShoe rein, ja, hat natürlich keine Kontakte, wird dort eingepasst und gibt auch ein bisschen Windschutz. Das ist ein Zubehör, ne? Das ist bei der Kamera dabei. Es gibt ein anderes hervorragendes Zubehör, was bei der Kamera nicht dabei ist. Das muss man extra kaufen. Das lohnt sich aber. Und das ist der kleine Vlogging-Handgriff, der über Bluetooth sich sofort mit der Kamera verbindet und über den man Video starten und stoppen kann, Fotos machen kann. Es gibt, glaube ich, sogar einen C1-Knopf, den man belegen kann. Man kann alle Tasten locken, ja, sodass man nicht aus Versehen an welche rankommt. Und man hat die Zoom-Wippe, ja, also man kann über diesen Griff, genau, rein und raus zoomen. Was man jetzt eben sieht beim rein und raus zoomen, ja, die 50 mm, ja, also maximal reingezoomt, die haben halt Blende 4.0, ne, das heißt, das Bild wird dunkler, wenn man jetzt, wie ich, manuelle Einstellungen hat. Und die 18 mm, da habe ich dann Blende 1.8. Ja? Man kann das natürlich ausgleichen lassen, wenn man im intelligenten Modus, Automatikmodus ist oder Programmautomatik. Ne? Dann korrigiert die Kamera automatisch. Will bloß sagen, wir haben nicht durchgängig eine Blende 1.8, sondern bei 18 mm 1.8, bei 50 mm dann 4.0. Und das ist einfach sehr geschickt, um die Kamera zu bedienen, denn man kann die nicht nur als Griff benutzen, sondern auch als kleines Tischstativ zum Beispiel. Ja? Also da klappen zwei so kleine Stativbeine aus, dann hat man quasi einen kleinen Tripod und den kann man einfach auf den Tisch stellen oder irgendwo draufstellen und dann natürlich auch noch die Kamera positionieren. Es muss dazu gesagt werden, dieser Griff funktioniert mit den kleinen CR2032 Knopfbatterien. Da sollte man vielleicht ein paar haben, ja, also diese Dinger hier. Auch noch wichtig natürlich, Tilt Swivel Display, also das beste Display, was es für Vlogging oder überhaupt für Video Schießen Content Creation eigentlich gibt, finde ich. Ne? Man hat ein Selfie-Screen, man kann quasi von oben drauf gucken, von unten drauf gucken. Es bewegt sich eigentlich in jede Position, die man irgendwie brauchen kann. Überhitzen, also dieser kleine Body, der kann schon überhitzen, ja, weil wir nehmen halt trotzdem mit 4K 25p auf, 100 Mbit maximal. Ne? Und es ist immer schon passiert, dass dieses Überhitzungssymbol kam. Ja? Da seht ihr dieses kleine Temperatur-Icon und dann muss man eben notgedrungenerweise die Kamera abkühlen lassen. Ja?
Das wird jetzt je nach Temperatur mehr oder weniger ein Problem sein. Ich will bloß sagen, das muss man wissen. Also man kann jetzt nicht 3 Stunden am Stück mit diesem Ding filmen. Wenn es richtig heiß ist, kann das sein, dass es schon aus der Tasche so heiß kommt, dass ihr nicht besonders lange damit filmen könnt. Ja? Und es ist eben der Tatsache geschuldet, dass dieses Ding unglaublich klein ist. Also es ist eben ein Trade-off, wie soll man sagen. Ja? Wir bekommen super Qualität und einen Wahnsinnsfunktionsumfang in halt einem wahnsinnig kleinen Body. Noch etwas zum externen Mikrofon. Wir haben am Body selbst nur einen Mikrofoneingang. Das heißt, ich kann auch andere Mikrofone da draufschrauben, wenn ich da Bock drauf habe. Ich kann natürlich auch ein XLR K3M ja, oben in den Maischuh reinmachen und was weiß ich, XLR Audio da reinführen. Also richtig professionelles Audio. Aber ich kann eben kein Kopfhörer anschließen. Es sei denn, ich habe zum Beispiel ein kleines Mikrofon, das einen Kopfhöreranschluss hat. Wie das, was ich jetzt gerade benutze. Dann könnte ich sogar Audio Monitoring machen. Ja? Mit dem Body allein geht es leider nicht. Ahaha, natürlich. Stabilisierung haben wir auch. Keine Sensorstabilisierung, aber den Active Steady Shot. Das heißt, das ist digitale Stabilisierung. Das heißt, wir verlieren ein bisschen Bildwinkel. Umso besser, dass wir 18 statt 24 mm haben. Wir verlieren ein paar Millimeter. Ich habe hier auch mal ein Beispiel. Also einen kleinen Crop gibt's. Dafür, wenn ihr aus der Hand filmt, wird das Ganze natürlich deutlich weniger wackelig. Dann, oh ja, es geht ja bei der Bedienbarkeit nicht nur um das, was ich am Touch-Display hier sehe, sondern auch um die Menüstruktur. Und siehe da, wir haben die professionelle Menüstruktur der FX3 beispielsweise, A7S3. Ja? Wir haben sogar das Profi-Menü der FX3, was nicht mal die A7S3 hat, hier drin. Ja, alles in allem, wie finde ich die Kamera? Also ich bin... Das letzte Mal, dass ich gevloggt habe, war wahrscheinlich 2017 oder so, 2018, als es quasi sein, als es Highlife war, auf YouTube zu vloggen. Und ja, man kann schon ein bisschen neidisch werden, wenn man diese Zeit erlebt hat, wenn man sich anguckt, was Vloggern heutzutage quasi, vor allem auch in welcher Preisklasse und in welchem Formfaktor zur Verfügung steht. Weil das ist schon also ein kleines Powerhouse. Das ist so mickerlich klein im Vergleich zu anderen Kameras und hat trotzdem richtig was unter der Haube. Sie haben sich angeguckt, was den Leuten bei der Mark I nicht gefallen hat, haben das besser gemacht. Ja, man muss eben wissen, ein paar Akkus kaufen, Überhitzung kann ein Problem werden, ja, je nach den Umwelteinflüssen. Aber ansonsten bekommt man in einem richtig kleinen Formfaktor wahnsinnig was geboten. Alter, ich habe 25 Minuten geredet. Das kann doch nicht sein. Huh, okay. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so war, ne, guckt mal vorbei unter www.fotouniversal.de. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook oder Instagram. Wir machen immer wieder interessante Videos zu Technik, auch zu Astrofotografie und Videografie, wenn euch das interessiert. Astrobeobachtung und Astrofotografie. Mich selber findet ihr unter mark10provideo.de oder auf Instagram. @mark10provideo. Das war's von mir. Mein Name ist Mark, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Bis dahin, Leute, macht's gut.